jetzt so kurz vor der Mittagspause. Schön, dass ihr trotzdem euch noch zuschaltet und mit uns zusammen nochmal in den Stuffbase Companion schaut. Genau, wir hatten es heute ja schon ein paar Mal angeteasert, ne? Es kam ja auch oft die Frage im Chat, hey, wie geht ihr eben mit Datenschutz um, na, dass ihr wirklich eure Datenmarkennamen, Unternehmensdaten in die KI-Tools eingebt. Und deswegen vielleicht umso interessanter für die Personen, die sich darüber wirklich Gedanken machen und machen müssen, weil es ja eben compliance-mäßig vom Unternehmen her nicht anders abzudecken ist. Freue ich mich, dass der Michael sich heute hier kurz Zeit genommen hat und euch den Stuffbase Companion zeigt. Im Prinzip, der Companion ist eben, mit dem Companion kannst du genau das machen, was du auch mit anderen KI-Tools machen kannst, ne? Wir können Inhalte optimieren, wir können unsere Titel und Teaser und Texte viel, viel überzeugender einfach rüberbringen, ja, und er unterstützt uns auch beim Brainstorming, ja, deswegen auch der Name Companion, finde ich sehr gut. Wir hatten zur Voices diesen Jahres hatten wir das als so Pinky und Brain oder Tom, na gut, Tom und Jerry jetzt vielleicht nicht, ne, oder eben wenn man's, keine Ahnung, die Avengers, ne, das sind ja mehr, das sind ja so mein Kompagnon, der mir halt quasi hilft, auf den ich immer bauen kann. Finde diesen Namen nach wie vor sehr, sehr gelungen, möchte aber jetzt gar nicht mehr so viel erzählen und übergebe an dieser Stelle direkt an meinen Kollegen Mike. Genau. Moin zusammen. Ich bin der Mike. Ich bin bei Staffbase für einige der Plattformthemen zuständig. Bin Senior Inhouse Consultant und beschäftige mich unter anderem auch viel mit dem Thema KI und wollte euch heute nur so einen kleinen, kurzen Überblick geben über ein paar Projekte, die wir in dem Bereich machen und wie wir zu dem ganzen Thema stehen. Jenny hat schon ein paar Sachen angesprochen. Ich habe auch zu all den Sachen, zu Compliance zum Beispiel, auch ein Slide. Also keine Sorge, kommt gleich noch. Aber vielleicht vorab, um mal anzufangen, KI in der Kommunikation. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wir sind doch Kommunikatorinnen. Wir lieben es doch zu kommunizieren. Wir lieben es zu schreiben. Wir lieben es, Inhalte zu erstellen. Warum sollten genau wir jetzt eigentlich KI für etwas nutzen, das wir lieben? Und da gibt es einen wunderbaren Report zu, der nennt sich Gallagher State of the Sector. Das ist ein Analystenbericht, der jedes Jahr die Trends in der Kommunikation zusammenfasst. Und in diesem Report wurde gezeigt, dass die größte Herausforderung in der Kommunikation im Jahr 2023 der Mangel an Zeit und Kapazität ist. Und ich meine, was soll man dazu eigentlich noch groß sagen? Bei all dem, was ja gerade passiert oder passiert ist, ist das ja eigentlich nicht so wirklich ein Wunder. Wir merken ja alle, dass die Welt sich extrem schnell bewegt. Unternehmen müssen ständig auf Neuigkeiten oder Krisen reagieren. Und das bedeutet aber gleichzeitig ja auch, dass die Kommunikation gerade jetzt super wichtig ist. Aber wenn du halt eben Kommunikation richtig machen willst, kostet das halt auch Zeit. Und anstatt Texte zu formatieren oder zusammenzufassen, will man vielleicht lieber an der Strategie zum Beispiel arbeiten oder die Zeit investieren, um halt eben an diesem Puls der Zeit zu bleiben. Und wie Jenny es schon in der Intro gesagt hat, hier kommt halt eben Staffbase Companion dann ins Spiel. Und zwar ist das eine Art virtueller Partner für die Kommunikation, den wir gerade entwickeln. Companion ist nicht nur ein bestimmtes Feature, also wir haben jetzt ein Feature davon auf den Markt gebracht, als Beta, aber es ist vielmehr eine langfristige KI-Vision für uns. Und wir werden auch in den kommenden Monaten verschiedene KI-Funktionen unter diesem Namen dann halt auch anbieten. Für uns ist Staffbase Companion aber halt ein wirklich großer Schritt. Also wer uns schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass wir bisher immer sehr vorsichtig waren bei der Integration von KI in unsere Plattform. Oft wird dieser Begriff KI, ich meine besonders heute, aber früher halt auch schon, als Buzzword im Marketing benutzt, weil es sich halt einfach sehr gut verkaufen lässt. Wir haben aber eine sehr starke Meinung zu KI und KI in der Kommunikation, weil für uns sind zwei Dinge halt wirklich entscheidend. Erstens, wir wollen immer sicherstellen, dass KI nur integriert wird, wenn sie einen echten Mehrwert für Mitarbeitende und auch Kommunizierende bietet. Und zweitens,
KI entwickelt sich ja gerade so wahnsinnig schnell, aber wir finden, Kommunikation braucht halt auch immer noch ein bisschen Menschlichkeit. Und deswegen wollen wir, dass die KI nur eine unterstützende Rolle einnimmt, während der Mensch immer die Kontrolle behält. Und genau aus diesem Grund, wie Jenny es halt auch schon gesagt hat, haben wir unsere KI-Projekte auch Companion genannt. Die KI bei Staffbase ist nicht da, um mit euch um euren Job zu kämpfen, sondern Companion soll euch unterstützen, um euch das Leben ein bisschen zu erleichtern, damit ihr halt mehr Zeit und Kapazität habt für die Dinge, die halt wirklich wichtig sind. Wie eben schon gesagt, wir haben das erste Feature von Companion auf unserer Voices-Konferenz vor ein paar Monaten vorgestellt und heute möchte ich euch zeigen, woran wir halt genau arbeiten. Also, jetzt zum spannenden Teil, das als kleine Intro. Wie sieht Companion halt wirklich im Produkt aus? Die erste Companion-Funktion, die jetzt in der Beta-Version verfügbar ist und auch bereits von knapp 30 Kundinnen getestet wird, ist unser KI-gesteuerter Editor. Der sieht so aus wie auf der rechten Seite hier. Ich zeige euch gleich auch nochmal, wie der wirklich im Produkt aussieht. Aber der Companion Editor ist eine Art persönlicher Content-Assistent, der aber von Grund auf für die Kommunikation entwickelt wurde. Wie genau funktioniert dieser Editor? Der Companion Editor ist im Staffbase Studio integriert. Das ist also unser Backend, wo die ganzen Inhalte, die Newsbeiträge und sowas erstellt werden. Wie kommt man jetzt an diesen Companion Editor dran? Man öffnet das Studio, will dann zum Beispiel einen Newsbeitrag erstellen und gelangt dann über einen kleinen Zauberstab, das ist so unser Logo für Companion, zu der Maske, die hier jetzt gerade angezeigt wird. Hier hat man dann die Wahl zwischen den verschiedenen Use Cases, die wir bereits integriert haben. Man sieht das oben, hier zum Beispiel Draft, Teaser, Title, Summary, ist leider auf Englisch, gleich ist es aber auch nochmal auf Deutsch. Und man kann dann diese Use Case Buttons drücken und dann wird ein vorgefertigter Prompt basierend auf Best Practices angezeigt. Die Prompts können wir leider aus Wettbewerbsgründen heute nicht zeigen, weil das auch aufgezeichnet wird. Aber ihr seht gleich noch andere Beispiele. Wenn diese Prompts dann einmal in dieser Maske drinstehen, gebt ihr dann euren Text oder eure Idee ein und der Editor spuckt dann einen Vorschlag aus. Den Vorschlag, es ist halt wirklich ein Vorschlag, diesen Vorschlag könnt ihr dann so oft neu generieren, bis ihr was Passendes gefunden habt und könnt euch dann durch diese verschiedenen Use Cases halt durcharbeiten, bis ihr quasi ein fertiges Stück Content fertig habt. Man kann aber auch hier in diesem Textfeld natürlich auch eigene Prompts einfügen, wie man es halt auch von ChatGPT zum Beispiel gewohnt ist. Wir haben das Produkt jetzt erstmal mit vier Hauptanwendungsfällen eingeführt, die alle auf Best Practices in der Kommunikation basieren, aber es werden auch noch weitere folgen. Dazu habe ich dann auch später nochmal eine Slide. Ich sehe auch gerade, dass hier schon Fragen drin sind. Ich würde mich am Ende einfach um die Fragen kümmern, damit wir alles gesammelt einfach einmal durchgehen können. Genau, also wie sehen diese Use Cases aus? Use Case Nummer 1 ist zum Beispiel das, was Jenny auch eben angesprochen hatte, dieser Fall von Inspiration suchen. Companion kann euch zum Beispiel im ersten Schritt dabei helfen, diese erste blöde Schreibblockade zu lösen und Inhalte halt zu brainstormen, wenn ihr etwas Starthilfe braucht. Man gibt hier zum Beispiel ein Thema ein und dann wird halt eine erste Vorlage sozusagen oder so ein First Draft ausgespuckt. Und das kann man natürlich alles dann bearbeiten, je nach Bedarf. Zweite Use Case, da geht es um Titel und Teaser. Das sehen wir gerade bei uns in unserem Beta-Test, ist einer der beliebtesten Use Cases. Hier kann man zum Beispiel dann auch ein Thema eingeben oder halt auch einen ganzen Text reinkopieren und Companion spuckt dann einen ansprechenden Titel und einen Teaser aus nach Best Practices, die wir halt vorgegeben haben. Use Case Nummer 3 ist die Zusammenfassung. Companion kann super schnell Texte zusammenfassen und kürzen. Somit kann man immer sicherstellen, dass Leserinnen und Mitarbeitende genau das mitnehmen von einem Text, was sie auch mitnehmen sollen. Man kann zum Beispiel einen Text einfach vorschreiben, das in Companion reingeben, sich das zusammenfassen lassen und dann diese Zusammenfassung zum Beispiel vorab als im Englischen sagt man too long didn't read oder too long don't read. TLDR kann man zum Beispiel vorab dort oben mit reinpacken. Und das ist dann
super leicht erledigt mit Companion. Und die letzte Use Case, die wir dann auch noch haben, ist, dass Companion auch Texte optimieren kann. Sprich, man kann einen fertigen oder einen halbfertigen Text, weil er ist ja noch nicht optimiert, in Companion reingeben und Companion optimiert dann die Form und die Struktur. Also sowohl zum Beispiel Grammatik, aber auch wie der Text angeordnet ist, kann da Abschnitte setzen und hilft dann, dass der Text einfach visuell und grammatikalisch dann besser wird. Genau, das wären jetzt zuerst so mal die vier Use Cases. Wichtig auch nochmal zu sagen und was ich hier auch nochmal betonen möchte, ist, dass die generierten Ergebnisse hier, das sind alles wirklich nur Vorschläge. Also nur weil es dort generiert wird, heißt es natürlich nicht, dass man es benutzen muss. Diese Vorschläge können jederzeit angepasst und bearbeitet werden. Sprich, wenn man sich mit diesem Inspirations Use Case einen Text erzeugen lässt, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, der erste Satz, den finde ich super, den zweiten Satz, oh nee, da muss ich jetzt irgendwie was umschreiben. Das kann man halt problemlos rauskopieren und dann noch bearbeiten. Sprich, man ist da super flexibel und es dient halt wirklich nur als Inspirationsquelle. Was auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass mit diesen ersten ausgewählten Anwendungsfällen wollen wir dieses Problem, was ich ganz am Anfang geschildert habe, diesen Zeit- und Kapazitätsmangel eigentlich von zwei verschiedenen Seiten angehen. Weil erfahrene Redakteurinnen, die brauchen ja vielleicht keine Inspiration. Die wissen ja eigentlich schon, wie man Inhalte erstellt und schreibt und machen das halt schon jahrelang. Aber vielleicht fällt es ihnen mal schwer, zum Beispiel einen starken Teaser oder Titel zu finden. Oder vielleicht brauchen die halt, wie gesagt, einfach mal eine kurze, schnelle Zusammenfassung. Andererseits bietet Companion dann aber auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Mitarbeitende, die sonst vielleicht ein bisschen Respekt vor dem Schreiben haben oder vielleicht sogar ein bisschen Angst vor dem Schreiben, die sonst nicht in der Kommunikation wirklich teilnehmen können, Companion bietet diesen Mitarbeitenden ohne jahrelange redaktionelle Erfahrung halt auch eben die Möglichkeit, schnell und effizient, aber halt auch professionell Inhalte beizusteuern. So dass man halt wirklich auch zum Beispiel Mitarbeitende, die normalerweise keine Inhalte verfassen, fragen kann, ob die zum Beispiel mal einen Text verfassen wollen. Und Companion kann dann dabei helfen, dass es halt auch wirklich professionell dann rüberkommt. Ich hatte am Anfang ja auch angesprochen, dass wir erstmal mit diesen vier Use Cases jetzt gestartet sind und wir wollen diesen Editor aber natürlich kontinuierlich verbessern. Auf der vorherigen Slide hat man ja noch gesehen, dass der Editor gerade noch in diesem zusätzlichen Fenster lebt und der nächste Schritt für uns, und da arbeiten wir jetzt auch gerade schon dran, ist es, diese User Experience halt noch ein bisschen zu optimieren. Also Anfang nächsten Jahres wird das optimiert. Und wir werden dann eine sogenannte Inline-Editing-Funktion anbieten. Und das heißt eigentlich, dass man zum Beispiel direkt in dem Titel oder in dem Teaser-Feld dann per Click-Down-Menü, da können dann halt genau an den relevanten Stellen, wo die Inhalte direkt erstellt werden, ohne ein zusätzliches Fenster öffnen zu müssen, dort kann man dann halt direkt die Prompts benutzen. Und das bringt die KI näher an euren Workflow. Und macht es dann halt auch noch schneller und einfacher, Companion zu nutzen. Wir arbeiten auch schon an den nächsten Features, die euch nächstes Jahr helfen werden, eure Texte weiter zu optimieren. Zum Beispiel kann man dann auch mit Companion Hilfe beim Gendern bekommen. Also wir bauen quasi so eine Art Inklusivitätscheck ein. Companion würde ich aber dann auch zum Beispiel eine Einschätzung geben können, wie ansprechend und verständlich diese Texte für bestimmte Zielgruppen sind und kann dann auch Begriffe erklären. Also das seht ihr hier auf der rechten Seite, wo Engagement, Klarheit und diese Erklärung für Employee Resource Groups steht. Was auch auf jeden Fall auf der Roadmap steht, und das wird wahrscheinlich nicht Anfang nächsten Jahres passieren, aber vielleicht Mitte nächsten Jahres, ist der nächste Schritt, dass wir Companion mit Beispielen aus euren Kommunikationsteams füttern wollen, so dass man halt Companion mit eurer Sprache und mit eurem Tonfall trainieren kann, so dass die Nachrichten oder die News und die Beiträge und die Inhalte, die dort erstellt werden, dass sie noch authentischer wirken und quasi
indirekt aus eurer Feder kommen. Ich sehe hier ganz viele Fragen. Ich kümmere mich gleich um die Fragen. Keine Sorge, ich komme da gleich zu. Was ich aber nochmal auch betonen möchte, und hier geht es dann auch um dieses ganze Thema Compliance, worüber wir vorher nochmal gesprochen haben. KI ist ja gerade ein brandheißes Thema und mehrere Firmen in unserem Bereich bauen auch gerade KI-Features. Wieso sollte man sich also für Staff-Based Companion entscheiden? Die Nutzung von KI, da habt ihr auch heute schon mehrmals drüber gesprochen, ist ja besonders in großen Unternehmen teilweise aus Datenschutzgründen immer noch nicht so einfach. Damit ich jetzt auch ein Gefühl dafür kriegen kann, wie es bei euch so aussieht, würde ich mich freuen. Und Jenny, ich glaube, du musst diese Umfrage mal kurz live schalten. Natürlich. Wie bitte? Publish, ja. Ah, ja, cool. Damit ich so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriege, wie es bei euch aussieht, würde ich mich freuen, wenn ihr kurz die Umfrage im Chat beantworten könntet. Die Frage lautet nämlich, habt ihr in eurem Unternehmen schon klare Richtlinien für den Einsatz von KI-Tools? Ich glaube, da muss ich mich jetzt nämlich auch mal kurz rein. Genau, du musst den auch ausfüllen und dann siehst du es quasi. Submit Response. Okay, ich gebe dem Ganzen noch mal ein bisschen Zeit. 178 Leute sind hier, das heißt, wir haben knapp 60 Antworten. Einfach oben neben dem Chatreiter findet ihr Umfrage und da könnt ihr teilnehmen. Gibt dem Ganzen mal eine Minute. Ist aber noch schon ziemlich spannend. Also 11 haben ja gewotet, 13,9%. Nein, aber wir können KI-Tools trotzdem verwenden. Auch sehr spannend. Und 20 Votes sagen, wir können wegen fehlenden Richtlinien KI-Tools nicht verwenden. Dann gute Nachrichten für alle. Denn das Besondere, also ich sehe, dass die Votes hier noch reinfliegen, aber ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Das Besondere an Staff-Based Companion ist nämlich gerade, dass wir Companion in der Microsoft-Umgebung hosten. Also Companion läuft quasi über Microsoft Azure OpenAI und wir benutzen ChatGPT 3.5 Turbo, aber halt eben alles in dieser Microsoft-Umgebung. Und damit können wir unternehmenskonforme, aber auch skalierbare KI anbieten, die halt auch wirklich Enterprise-ready ist. Über diese Microsoft Azure OpenAI-Anbindung bieten wir nämlich eine zusätzliche Schicht an Sicherheit für Unternehmen an, die vielleicht noch etwas vorsichtig sind oder noch keine Richtlinien haben. Ich habe hier auch nochmal von der Microsoft-Seite die Vorteile von diesem Microsoft-Hosting kopiert auf der rechten Seite. Und hier sieht man auch zum Beispiel, dass durch dieses Microsoft-Hosting stellen wir sicher, dass alle Inputs, aber auch die Outputs, die generiert werden, die bleiben halt wirklich in eurer Instanz und werden nicht mit anderen Kundinnen, mit Microsoft oder OpenAI geteilt. Sprich, Compliance wird auf jeden Fall sichergestellt. Und was auch wichtig ist, ist die Daten, die hier reingegeben werden, die werden ebenfalls nicht benutzt, um dieses Large Language Model, also um ChatGPT, OpenAI zu trainieren. Also ihr müsst auch keine Sorgen haben, dass wenn ihr Staff-Based Companion benutzt, dass das, was ihr bei Companion eingebt, irgendwann als Antwort bei einem anderen Unternehmen auftaucht. Also es ist nicht der Fall. Ihr habt quasi eure eigene Instanz und alles, was ihr dort eingebt, das bleibt halt auch quasi in euren vier Wänden, wenn man das so sagen möchte. Was vielleicht auch noch besonders an Staff-Based Companion ist, besonders jetzt hier im deutschen Markt gerade, ist, dass Companion halt wirklich direkt eingebaut ist in Staff-Base und man benötigt keine weiteren Logins oder irgendwelche Tokens, wie das bei manchen anderen Anbietern ist. Ihr braucht also zum Beispiel kein zusätzliches OpenAI-Account oder kein ChatGPT-Account, sondern könnt eigentlich direkt mit Staff-Base Companion loslegen, sobald diese Funktion halt auch freigeschaltet ist. So, ich switche hier nochmal kurz im Hintergrund zurück zu dem Chat. Fragen kommen euch gleich drum. Aber vielleicht noch eine Sache. Ich habe jetzt sehr viel über diesen Editor gesprochen und wir haben gerade das Microsoft-Hosting nochmal besprochen. Was vielleicht auch wichtig ist, ist, dass wir halt natürlich nicht nur an unsere Redakteurinnen denken, sondern, und deswegen will ich euch
zu guter Letzt jetzt auch noch ein weiteres Beispiel zeigen, wie wir KI bei Staffbase nutzen wollen, um auch die Employee Experience für Mitarbeitende zu verbessern. Und zwar haben wir da ein Projekt, woran wir gerade arbeiten, und zwar Companion Search. Und hier arbeiten wir gerade daran, die Suche nach Inhalten für Mitarbeitende schneller und einfacher zu machen. Und zwar tun wir das mit der Hilfe eines Chatbots, den wir gerade bauen. Der wird gerade entwickelt und auch schon getestet. Und mit diesem Chatbot sollen Mitarbeitende halt nicht mehr eine halbe Stunde lang im Intranet, im SharePoint, Workday und Co. halt irgendwie suchen müssen, sondern es werden wichtige Informationen direkt in einer Chatform verfügbar gestellt. Und Companion Search wird auch hier wieder über dieses Microsoft Hosting, also compliant und sicher, wird mit den Inhalten des Intranets und eurer App gefüttert, sodass diese Informationen halt super schnell gefunden werden können. Und hierbei hilft halt die generative KI, es möglichst einfach zu machen, mit dem Chatbot zu interagieren, weil Mitarbeitende können halt wie gewohnt auf WhatsApp oder Facebook halt einfach direkt mit eurem Intranet oder der App chatten, um diese Inhalte zu finden. Und Anfang 2023 werden wir euch hier auch noch mehr zeigen können. Aber ich fand diesen Ansatz besonders spannend, weil er halt sehr schön zeigt, wie sich unsere KI-Vision nicht nur auf die Redakteurinnen, sondern halt ganzheitlich auch auf Mitarbeitende bezieht.